Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Mein Name ist LukaZ und letzte Folge. Sind wir da irgendwo angekommen? Ich war gerade im 8. Stockwerk, habe mich aber teleportiert und jetzt habe ich keinen Plan mehr, wo ich bin. Ganz ehrlich, na, ich weiß es nicht. Oh, du versperrst meinen Weg, aber Nugget, das gefällt mir. Du willst nicht direkt kämpfen? Ach, du hast ja echt Nerven, Team Rocket, so respektlos zu begegnen. Sorry, aber ich wollte eigentlich nur Items und euch niedermachen und so weiter. Du gehörst anscheinend nicht zu den vier Team Rocket-Schwestern, also, ja, okay. Na gut, ja. Ich mache einfach da weiter, wo ich letzte Folge aufgehört habe und es hat schon funktioniert. Alles niederballern. Ohne Gnade. Ja, hey, dabei funktioniert's. Und solange es funktioniert, mache ich auch weiter. Abok. Wieso soll ich wechseln? Hätte ich was Effektives? Ja, ich hätte sogar was Effektives. Eben, sag, wie heißt das Ding geschwind? The Rock, genau. Aber sollte so auch funktionieren. Das Level ist schon fast zu weit drüber. Ja. So ist das. Und du lässt mich nicht vorbei. Er fällt mir ein. Uwe entwickelt sich zu Kokowe. Ja, ich weiß. Durch einen Blattstein. Da ist ein Porygon. Was ist das da? Porygon. Ich würde rein. Wie komme ich da rein? Okay, von wo bin ich eigentlich gekommen? Ich glaube, den unteren Teleporter, den habe ich schon bekämpft, soweit ich weiß. Ja. Ah, das vierte Stockwerk. Ja klar, da ist der Jongleur. Ja, und da haben wir auch den Türöffner bekommen. Glaube ich, war letzte Folge. Gegen Atlas und so. Ah, Team Rocket ist in Aufruhr wegen jemand, der sich ins Gebäude geschlichen hat. Das bist du, oder? Mhm, das bin ich. Hallo, Porygon. So stark ist dann Porygon auch nicht. Die Entwicklung dafür ist wieder ganz okay. Was mich gar nicht so anstarren. Seit ich gegen dieses Kind mit diesem fiesen Blick verloren habe, sind meine Pokémon zu gar nichts mehr gebrauchen. Hier gibt es also keinen Kampf für dich zu holen. Ein Kind mit einem fiesen Blick. Aber nicht blau. Und Karl hat keinen fiesen Blick drauf, das weiß ich. Ha. Was schräg. Ja, na, wenn das so ist. Ich glaube, im dritten Stock waren wir noch nicht. Glaube ich. Ah, du schaust gefährlich aus, ja? Wir kämpfen die mal. Hallo? Verdächtige Person gesichtet! Ja, so ist es. Ich bin da. Und? Was willst du machen? Mit deinen zwei. Wahrscheinlich unterlevelt da noch. Nicht einmal entwickelt. Ja. Klassiker wahrscheinlich. 33. Ja, haben wir gedacht. Ja. Ist keine Herausforderung. Es überlebt. Aber. Klärsmog. Ist sogar eine witzige Attacke. Weil es. Die Statusveränderungen auch neutralisieren, sprich, wenn man Schwerttanz etc. eingesetzt hat. Aber auch die negativen hebt auf, also wenn es von Kreiderschrei beeinflusst worden ist oder ähnliches. Elektroball, Zeit zum Wechseln. Da lege ich mich mit nichts an. In dem Moment, wo ja Elektro-Pokémon sich wechselte. Wenn die Uhr draußen ist. Schau. Muss so sein. Ja, da ist der Kreideschrei. Das wird, glaube ich, nächste Zeit auch ein bisschen öfters noch vorkommen. Das mit Kreideschrei und Co. Aber.
Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Werner, was bist du denn? Ich bin derjenige, der aus euch alle macht. Also wirklich jeden Trainer. Ist das Ziel. Kapselangriffsplus, okay, sage nicht na. Hi du. Ah, oh, vor lauter Angst habe ich mich hier versteckt. Ja, also. Das ist okay. Das ist okay. Viel Wege gibt's da schon. Das ist ja das andere. Oh, meine Pokémon sind meine treuen Untergebenen. Ja, schön, aber normalerweise funktioniert es mit Freundschaft auch recht gut, Dieter. Ein Voltoball. Ha. Tut UA ein Voltoball outspeeden oder nicht? Ich sag einmal ja. Dammit, doch nicht. Oh, 3 KP. Plus Volltreffer. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Passiert. Na, wollte mal. Jetzt wird's Zeit zum Wechseln. Ich weiß, dass ich es nicht outspeede, daher. Ja. Also könnte Voltoball irgendeine Prioritätsattacke auch beherrschen? Ich glaube, sowas können die nicht. Brauchen sie nicht, weil haben wir Haufen Speed. Normalerweise schon. Von Haus aus. Ja, Ultraschall. Ob nicht Superschall gescheiter gewesen war, ist so die andere Frage, aber. Hey. Es hat Damage gemacht. Das ist. Das ist das Gute, was der Gegner gemacht hat. Okay. Also der Dieter hat es ziemlich mit zu Ball-Pokémon. Was? Ultraschallkoffer fein. Echt? Das hab ich gar nicht gewusst. Ich hab gedacht, das ist einfach, das trifft und fertig. Ha. Huh. Mist, ihr schwächlichen Pokémon hier. Hey, sag das nicht zu deinen eigenen. Bist du verrückt? Ja, aber ich, ja. Ja, ich gehe wieder. Oh, das ist ein Trainer. Oh, damn, ich habe vergessen heilen. Ich dachte, die haben schon besiegt. Upsilein. Ihr teilen sollen. Wurscht. Ich schau mal mit dir. Hartfratz, Moment. Ah, das kann sicher. Na. Ah, jetzt muss ich was Idiotisches anstellen. Dev. Ah, ja, okay. Geht. Wo ist Super? Ah, Hyper ist das 120, ja, passt. Machen wir es halt im Kampf. Jetzt hoffe ich mal, dass kein Super Zander herkommt, weil es dreckig ist. Sehr auf. Ruckzuck habe ich auch mit dem halt gerechnet. Genau, deswegen habe ich auch jetzt Kalt. Doppelruckzuck. Nicht einmal deppert. Slimer. Na, weiter. Einfach weiter. Okay. Na, dabei geht's relativ gut, muss ich auch dazu sagen. So viel nach draußen Trips habe ich noch nicht machen müssen. Sparky Level 40. Nice. Und mit den Level geht's auch bergauf. Das gefällt mir. Hahaha, auf diesen Augenblick hat der Boss lange gewartet. Okay, ja, aber das sind 3 Dinger. Das gefällt mir. 4, 5! Okay. Sternstück, ist gut. Fluchtseil, ja, könnte man immer wieder mal gebrauchen. Hyperheiler, nice. Au! Oh. Und das werde ich noch gleich erwähnen. 5 Superbälle, sehr gut.
Und Abelebar. Okay, jetzt habe ich aber noch was zu sagen. Okay. Ich glaube zu verstehen. Okay, na, ich glaube, ich habe gerade was entdeckt. Es werde dann das nächste Mal, wenn es auftritt, erwähnen. So, jetzt stellt sich bei mir die Frage, wo bin ich wieder? Ich werde jetzt deinen Spielereien ein Ende bereiten. Oder umgekehrt, jetzt werde ich deinen Spielern... Ja. Ronald, passt schon. Mit einem Slimer, okay. Ja, viel gleiche Pokémon haben es schon gehabt. So Slimer... Das... Einer hat einen Slimer Kammer gehabt, eben der Atlas. Und so weiter, also Arbok, Rettern, Zubat, Golbat, Voltuball, Elektroball, dann sind wir eh schon fast 10 Gramm, ja. Hübt noch ein paar, mich schon gesehen, aber ist eher die Seltenheit. Spezialangriff Plus, das zählt sich nicht aus. Da, ein Slimock, ja, sag ich doch. Das ist gerade teilweise gefährlich. Teilweise. Oh, Gift-Hieb, gut. Mülltreffer war zwar noch nicht vergiftet, aber ja. Irgendwie will ich nicht zurückgehen zum Heilen. Schräg. Oh, Herbert Level 40. Meine Reserven sind erschöpft. Oh. Ja, ja, du hast mich besiegt. Zufrieden, dann geh nach endlich zu nach Hause. Ah, 9. Okay. Achso. Hä? Diesmal nicht? Ah, ja, da sieht man es, glaube ich, gerade gut. Wenn man in der Richtung von einem Item schaut, sei es versteckt oder nicht, dann wackelt der Schwanz vor Sparky. Ist auch cool. Ich muss halt noch genauere Details auch noch herausfinden, aber geht schon. Aha. Aber es muss on-screen sein, oder wie heißt das? Oder teilweise on-screen. Okay. Weil da war Gott schon. Okay, gut zu wissen. Willkommen, Mörtenstock. Du hast dich ganz schön weit gebracht. Ja, eh, aber... Oh, ich hab die Vergiftung vergessen. Upsilein. Naja, egal. Ah, Voltoball. Ja, dann ist sowieso Wechsel. Ist die Vergiftung wurscht. Ja, und schon langsam sind alle meine Pokémon auf Level 40. Zahlen mir ja ziemlich. Ja, Finale. Macht nicht so viel Schaden, weil Stein. Lol. Na gut, in der nächsten Runde war es auch drauf gegangen, aber. Es hätte mit einem Ultraschall und dann Finale. Oder zweimal Ultraschall, glaube ich, mehr Schaden gemacht. Also. Ja. Das jetzt so gescheit war, ist die andere Folge. Ich mache sogar weiter in dem Fall. Weil ich habe keinen guten Grund, dass ich jetzt einfach wechselt. Ja, ich hab's gewusst, dass das nicht tötet. Ich schau mir mal die Risikotackle an. Ah, Verteidigung sinkt. Okay. Schaut auch gefährlich aus. Okay. Erdbeben ist trotzdem stärker als wie Risikotackle, aber hey. Ich bin schockiert. Naja, Sparky hat gerade nichts damit zum Nachkopf, aber. Ah, ein Stockwerk weiter oben. Okay, kein Problem. Top Beleber, ja, das ist gut.
Sonderbonbon. Sehr geil. Hey, und Flammenwurf. Also, Flammenwurf ist aber cool. Sage Nina. Na, dann gehen wir eben die Stockwerk weit auf. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Mhm. Aha. Ah, wer bist du denn und was willst du hier? Naja, ich will nur kämpfen. Wen will der? Oh, ein Traumato. Ah, ich bin ja noch über... Ich vergiss jedes Mal zwischen die Kämpfe, dass ich noch über vergiftet bin. Naja, ich druck's einfach durch. Schauen wir mal. Sehr gut, eines ist weg. Ah, sehr gut. Ja, dann kann ich ganz normal kämpfen wieder. Also ein bisschen overpowered, muss ich auch zugeben. Das aus eigener Kraft überwinden, Gift und so weiter. Finde ich leicht overpowered, aber hey. Okay. Ja, dann ist in dem Fall Uwa der einzige, der was noch unter Level 40 ist und ja, es wird Zeit, dass so ein bisschen aufgeht. Weil, das können wir nicht haben, dass das einfach ja, so bleibt. War Frechheit. A Backe, voll fertig gemacht. Tja, so schnell kann es gehen. Na gut, was haben wir da? Ah ja, da haben wir alle. Aber ich komme da nicht rein. Ich hab's mir gedacht. Ich will jetzt nur extra abchecken. Aber wenn ich im 10. Obergeschoss dann bin, dann passt es. Okay. Oh Gott, dann würde ich sagen, ja, ich soll da mal einen Zwischenstopp im 8. machen. Einfach mehr heilen. Und dann gehe ich von unten nochmal alles durch, oder? Ha. Oder mache ich auch... Ah, ich mache es einfach mit den Teleporter. Wird schon funktionieren. Ich gehe es einfach. Schauen wir mal, wo es mich hinbringt. Dann vielleicht finde ich dann irgendwo raus, wo ich wirklich hin muss. Dann da, weil wir witzig sind. Ah, das ist sogar der richtige Weg. Weil da ist cool. Keinen Schritt weiter. Hi Atlas. Nicht schon wieder dieser Typ. Mich werdet ihr so schnell nicht los. Kannst auf keinen Fall zulassen, dass er bis zum Boss vordringt. Wie bitte? Zum Boss? Heißt das etwa? Giovanni ist hier. Aha. Ist doch klar, was wir zu tun haben. Geh locker Zeit, hast deine Chance ihn zu besiegen. Du kriegst es mit mir zu tun, alter Mann. Oho, alter Mann. Soll ich denn so den Boss warnen? Geh locker Zeit. Oh Gott, ich gehe mal ein Stückchen. Nicht zu weit, aber. Oh no. Ich wollte gerade abchecken, wie weit es wirklich, aber... Der Boss steckt gerade mitten in einem wichtigen Gespräch. Klar, wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Miauz. Genau. Okay. Dann setze ich zweimal dran. Jesse von Team Rocket und James. Mhm. Aber kurz Mogmog, der Klassiker, was hab ich? Uwe und Herbert. Level 36, ja, das ist eh okay. Und sie haben noch immer jeweils nur eines. Fast schon eine Frechheit. Ah, egal, Blättertanz, funktioniert schon. Könnt zwar nicht wählen, wohin die Attacke geht, aber.
Ich hoffe mal. Nein! Das ist die falsche Ziel. Giftblick gegen Herbert. Aha, interessant. Und Donnerblitz, Alter. Ah, nicht gut. Ah, ich muss Smog mal loswerden. ASAP. Ah, eh klar. Okay, jetzt haben wir das Doppel-Giftblick. Ah, das ist gar nicht gut. Ja, Uwe ist einmal weg. Abok dafür auch. Dass ich gegen die zwei immer so große Probleme habe, das ist fast schon Frechheit. Oh, Paralyse überwunden. Nice. Ja, oh, der Rock, passt schon. Ich muss nur einmal irgendwie treffen. Das ist ziemlich egal wie. Blättertanz zum Beispiel. Gut. War einfach, aber ich habe ein Pokémon dabei verloren. Das ist nicht gut. Ach, immer dieselbe Leier. Ah, wie ich Kinder hasse! Sieht so aus, als wäre das wieder. Ah, das ist der James. Sieht so aus, als wäre das mal wieder. Ein Schuss in den Ofen! Ja, ja. Bye, bye. Achso. Stimmt. Darf ich nicht vergessen. Pika. Ja, ich weiß. Hey, du hast zwar nichts gemacht, aber. Passt schon. Ich mag das so gern. Sparky streichelt. Hat was. Ja, das wäre das Ende. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie bin ich da hingekommen? Weil, das soll ich vielleicht dann auch erwähnen, wenn ich es ganz genau weiß. Also, zuerst einmal im vierten Obergeschoss den Türöffner holen. Ist ganz wichtig. Und dann. Aha, da links eine und das ist da im zweiten Obergeschoss. Okay, jetzt ist mein Weg zum Boss. Aber ich bin noch nicht fertig, weit noch nicht fertig. Frage ist, wohin mit mir? Das ist jetzt die gute Frage. Uch. Moment, im zweiten Obergeschoss habe ich, glaube ich, alle Teleporter einmal verwendet, außer... Ah, bin mir gar nicht sicher. Na, da war ich schon mal. Ich teleportiere mich mal wie ein Wilder. Ah, da war ich auch schon mal, das weiß ich. Ja, das hätte jetzt getriggert. Na gut, gehen wir eins auf. Ja, da war ich auch schon mal. Ja, eindeutig. Es gibt's ja nicht, dass ich alles jetzt schon durch habe. Achso, jetzt bin ich wieder da herum. Oh Gott. Ich verirre mich. Super. Gehen wir ins Sechste. Schauen wir mal, was passiert. Einfach irgendwo hin. Ja, da will ich hin. Da war ich noch nicht. Oha, ich habe einen kleinen Schnüffler entdeckt. Hi, was geht? Achso, Moment. Haben Sie meine... Haben ja Heal dadurch gekriegt oder nicht? Herbert. Nein. Kein Heal. Naja, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Das ist nur ein Zubat. Kopfnuss. Es ist nur ein Zubat. Manchmal muss ich mich an das erinnern. Es ist nur die Vorentwicklung. So, Golbat ist jedoch nicht sehr geil. Daher. Wechseln. Hm.
Gut, dass das noch nicht die nächste Edition ist, weil dann könnte sie das Goldbot vielleicht noch entwickeln. Naja, nicht bei Team Rocket, eh klar, aber... Wer was? Ah! Okay, hoffen wir mal, dass die Verwirrung nicht lange anhält, weil wenn das so weitergeht, dann tötet sie der Rock selber. Das fand ich nicht geil. Mit ein bisschen Hilfe vom Goldbot. Okay, Steinwurf, passt. One-Shot, passt. Das war's für mich, ja. So, das ist der Katrina. Unser Präsident ist oben im 10. Stock. Ich mache mir solche Sorgen. Hoffentlich ist er in Sicherheit. Hey du, hier ist es sehr gefährlich. Sie haben uns zu helfen? Das wird doch nichts. Ja, aber ich bin schon fast überall durch. Das ist die andere Sache. Aber Tatsache ist, ich werde, die 6. Obergeschoss noch klären müssen. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht soll ich wirklich von unten nach oben gehen. Ja, wisst ihr was, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Ich werde nämlich jetzt zuerst noch heilen gehen, weil UWA braucht es. Und ja, ich bedanke mich somit bei euch allen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und fertig.